So Leute, wir sind wieder zurück mit einem weiteren Teil von Let's Play FTL Faster Than Light. Und wir wählen heute, wir nehmen die Kestrel, aber den B-Typ, die Red Tail, der rote Schwanz, übersetzt. Und gucken wir mal, was wir mit dem Ding auf normal hinbekommen. Wir haben ja eine sehr durchgemischte Crew, was mir gut gefällt. Wir haben einen Soltan dabei. Und ich denke mal, ich habe dem Supersoldat 1 versprochen, dass ich ein Crewmitglied nach ihm benenne. Und das mache ich jetzt mal. Supersoldat 1, exakt. Rename. Accept. Und dann haben wir unsere Crew auch eigentlich schon komplett. Ihr seht, das Ding hat nur 4 Basic Laser. Das heißt, da muss man sich irgendwann mal was einfallen lassen. Weil die schießen, die haben zwar eine relativ kurze Aufladezeit, geben einen Schuss ab und machen damit auch einen Schaden. Das heißt, man kann noch 2 stufige Schilde recht gut durchdringen, aber ab 3 wird es dann schon extrem problematisch. Bis dahin braucht man definitiv eine bessere Waffe. Dann gucken wir uns das einfach mal an. Powern wir mal gerade die ganzen Waffen hoch. Powern wir die Medbay runter und powern wir das Ding auch noch hoch. Und dann müssen wir gucken, dass wir bald noch einen Powerpunkt für unser Evade kriegen. Ach, Moment, ich muss mal ganz kurz was regeln. Moment bitte. So, okay, da bin ich wieder. Hat nur einen ganz kleinen Moment gedauert. Wir verteilen erstmal unsere Crew. Und ich denke, so ein Soltan ist eigentlich ganz gut geeignet für ein Antriebssystem. Der Mantis, weiß ich schon nicht genau. Also Supersoldat 1 bleibt auf jeden Fall der Kapitän dieses Schiffes. Du gehst dann mal hier in den Schildraum. Das hier mit dem Venten könnte interessant werden. Ich denke trotzdem, ich werde relativ früh versuchen, dass, also es gibt 2 Dinge, die ich früh versuchen werde zu bekommen. Das eine ist der Crew-Teleporter, weil wir halt einen Mantis dabei haben. Bietet sich das an, gegnerische Schiffe zu boarden. Dann das Türen-Upgrade, denn das ist gerade am Anfang problematisch, wenn die Crew noch nicht so groß ist. Und alles andere gucken wir später mal. Ansonsten, ja, Tarnvorrichtung ist immer was, was man ziemlich dringend braucht. Und wie sieht denn das hier aus? Kommen wir hier gut durch? Nicht so gut hier an der Stelle. Es sei denn, wir nehmen halt diesen Weg hier, aber von da unten kommt... Oh doch, das geht eigentlich. Ja, wir gucken uns mal die Beacons hier unten an. Oh, und das ist genau das, was ich überhaupt nicht mag. Okay, alles klar. Das soll man eigentlich nicht machen, aber ich mache das trotzdem öfter, das sogenannte Preventen, also schon mal im Vorfeld den Sauerstoff aus den Räumen lassen. Der Hintergrund dafür ist eigentlich, oder der Hintergrund davon ist eigentlich, dass man schon mal den Sauerstoff aus den Räumen rausgelassen hat. Wenn dann ein Feuer ausbricht, dann hält sich das nicht so lange. Das ist gefährlich in dem Moment, wenn beispielsweise Türensysteme oder ähnliches beschädigt werden. Er hat einen relativ, er hat einen Burst Laser Mark 2, wenn ich das richtig sehe, und Mini-Beam. Das heißt, er könnte tatsächlich unsere Systeme beschädigen. Aber unsere Basic Laser dürften viel schneller aufgeladen sein als seine Waffensysteme. Und insofern sollten wir eigentlich, insofern sollten wir hier eigentlich nicht in größere Schwierigkeiten geraten. Fangen wir doch mal damit an. Und ich muss jetzt gleich mal was gucken. Ihr seht hier, lädt sein Laser auf. Er ist jetzt, ich glaube, wir schaffen es noch, vor ihm fertig zu werden. Wir fallen mal mit allem, was wir an Waffensystem haben, auf ihn drauf. Und jetzt muss ich mir das ganz kurz mal merken. Er hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Struktur. Denn ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihm jetzt wirklich 3 Schaden mache, wenn ich mit einem treffe. Ich habe mal gehört, es kann passieren, dass wenn 2 Laser gleichzeitig den Schild treffen, dass die beide absorbiert werden. Und das wäre natürlich irgendwie doof. Aber so wie ich sehe, kommen alle 3 durch. Okay, gut, alles klar. Die kommen alle 3 durch. Dann bin ich damit zufrieden. Und, Moment, ob wir die so abfeuern, weiß ich noch gar nicht. Ja, ich weiß. Okay, das ist jetzt natürlich, das ist jetzt natürlich Kacke. Ja, im Waffenraum kann man das halt, können wir das jetzt gerade am wenigsten gebrauchen. Also hier in einem der Räume wäre gar nicht so schlimm gewesen. Dann machen wir das mal so.
Dann bringst du mir mal die Medbay wieder online, damit wir gleich unsere Crewmitglieder wieder heilen können. Ausweichen brauchen wir nicht. Wichtig ist, dass die Schilde halten. Okay. Ich denke, er verkraftet noch zwei Treffer hier, damit alle Waffensysteme ausgefallen sind. Und ja, ich muss aber mit allem drauf schießen, um auf Nummer sicher zu gehen. Ja, genau. Repariert das mal alle wieder. Ja, genau. Power mir den mal hoch. Oh, da sind wir ja schon wieder volle Pulle da. Dann schieß mir mal die. Und oh, er bietet uns sogar jetzt hier an, nachdem er überall Feuer auf seinem Schiff hat, aufzugeben. Lass mich mal gerade die Gefahr abwägen. Wie das hier ist mit der, mit dem roten Stern im Hintergrund, also mit diesem Superriesen, der rote Superriese, ja, ein Schiff, sage ich schon, ein Stern, der seine Hüllen von sich bläst und bei uns, ja, für Schaden auf dem Schiff sorgen kann. Also ihr seht es ja auch schon hier, wir haben ein bisschen Schaden genommen. Wir laden nämlich unseren FTL, meine ich, schneller auf, wenn wir das Schiff schon abgeballert haben. Aber ich glaube, wir müssen es gerade nicht machen. 8 Scrap ist halt sau wenig. Raketen brauchen wir eigentlich nicht. Drone Parts brauchen wir für diesen ganzen Sektor hier auch nicht. Ich würde sagen, insofern akzeptieren wir es mal noch nicht. Und genau, schießen lieber volle Möhre mit all unseren Waffen daneben. Okay, dann nehmen wir mal seinen Antrieb auseinander. Und danach kannst du nochmal auf seine Waffensysteme ballern. Ich hoffe jetzt einfach mal... Ja, okay, gut. Das da wird jetzt nicht so gefährlich, denn hier haben wir alles gewendet. Sehr schön. Schließen wir die Türen wieder alle. Okay, wir kriegen immerhin einen Sprit. Das war wichtig. Und wir kriegen ein bisschen mehr Scrap. Das ist cool. Wir warten noch ein ganz kleines bisschen auf unsere O2-Systeme. Gut, dann, ihr seht, dass wenn diese gelben Balken hier verschwunden sind, dann sind die Räume wieder betretbar, ohne dass man Schaden nimmt. Und das heißt für mich jetzt, dass wir die Jungs mal hier kurz in die Medbay nehmen. Okay, jetzt können wir sie eigentlich schon wieder verteilen. Du gehst hier hin, der Steven geht hier hin, der Magmar geht hier hin. So, dann sind wir eigentlich bereit für den nächsten Jump. Das sollte im Idealfall eigentlich noch kein Store sein. Schauen wir es uns mal hier unten an. Okay. Ah, sie versuchen ihren FTL aufzupowern. Ja. Dann hoffen wir mal, dass wir mit unseren Waffen treffen. Ja, komm. Okay. Schieß mal den. Okay. Dann schießt du mit zweien da drauf. Ah, er hat daneben geschossen. Sehr gut. Und dann schießt du damit hier drauf. Und 2 und 3 auf den Engine. Sehr gut. Das Gute an dieser Laserstaffelung ist quasi, dass man sie aufteilen kann, aber wir werden natürlich einen... Also natürlich ist meistens ein Burst-Laser besser, weil wir haben jetzt hier schon alle Waffenslots verbraucht und das ist natürlich nicht so gut. Wir dürften... Ich glaube aber nicht, dass er noch Evade hat. Insofern, der erste Schuss geht sowieso wieder auf die Schilde, der müsste auch treffen. 2 und 3 gehen nochmal in die Engines. 4 geht nochmal hier in den Waffenraum. Okay. Sehr gut. Die Frage ist, ob er hier einen NG an Bord hat. Ich glaube ja, weil sonst könnte er eigentlich nicht so schnell seine Waffensysteme reparieren. Okay, 2 und 3 gehen hier drauf. Und 4 geht ins Cockpit. Ein sehr schönes, farbenfrohes Wort, Cockpit. Passt hier zum roten Schwanz auf jeden Fall. Zur Red Tail natürlich. Okay, wir treffen auf jeden Fall. Das heißt, dann nimmst du danach noch den O2 raus, den da und noch einen auf die Schilde. Und da. Okay, ist eh tot. Alles klar. Super Sache.
Zwei Raketen, ein Drone, paar 13 Scrap. Das ist jetzt nicht so doll. Der Store bietet sich für uns momentan noch überhaupt nicht an. Ich meine, was kriegt man für 30? Einen Long-Range-Scanner oder irgendwie sowas? Ja, den greifen wir natürlich auch nochmal an. Hier haben wir jetzt natürlich den Vorteil, dass wir keine Supernova im Hintergrund haben. Zeig mal Magmar nochmal gerade. Okay, gut. Die Waffensysteme hier sind eigentlich relativ schnell immer geladen. Deswegen, weil ich den Steven nicht so gerne als... ist die Frage, was braucht man mehr? Ich glaube, wir brauchen den Steven eher auf dem Schiff als den Magma. Der wird sehr schnell die Waffensysteme lernen, weil wir vier Waffensysteme gleichzeitig abfeuern. Das ist einfach der absolute Kracher. Okay, da, 3 und 4. Wir nehmen jetzt hier alle Systeme raus, systematisch. 1, 2, 3, 4. Sehr cool. Also ihr seht, am Anfang geht das noch wahnsinnig einfach. Das wird aber sehr, das wird aber bald schon ein gutes Stück schwerer werden. So einfach bleibt's nicht, keine Sorge. Okay, intelligente Lebensform auf dem Planeten in der Nähe. Wir gucken mal nach. Okay, die 6 beinigen Pferdeviecher. Wir versuchen friedlich zu kommunizieren. Okay. Wir finden ein altes Engi-Schiff. Cool. Geile Sache. Okay, den Engi, den stellst du mir mal hier in den Schildraum. Und den Mantis mal hier hin, denn ich hätte jetzt gerne bald meinen Crew-Teleporter. Problem ist, der Crew-Teleporter kostet, glaube ich, 75. Aber ich muss mal, ich mache ganz kurz Pause. Ich gucke das mal gerade nach. Denn der Crew-Teleporter ist für uns sehr wichtig. Für alle, die es noch nicht kennen, ftl.wikia.com, W-I-K-I-A, wird es geschrieben. Schauen wir mal kurz, was kostet das Ding? 75, ja. Okay, alles klar. Dann bietet sich das für uns noch nicht an, zum Store zu fliegen. Ich glaube, das bietet sich für den kompletten Sektor noch gar nicht so an. Ich will eigentlich nicht hier hin, der Store ist dann zu weit weg. Und hier muss ich einen Umweg zurück machen. Gefällt mir gar nicht, gerade hier diese Aufteilung. Ich könnte natürlich ansonsten auch hier hin, bei der Gelegenheit gerade noch ein bisschen Sprit auftanken. Wir schauen mal nach, wir sind mal neugierig. Ja, 75, so ein Mist. Ah, Burst Laser Mark 1. Das ist schon mal was Besseres. Heavy Laser Mark 1. Can more havoc than their smaller burst laser counterparts. Damage per shot 2. Ja. Der Burst Laser braucht 2 Power. Insofern könnten wir einen Basic Laser verkaufen und den Burst Laser dazu nehmen, aber er hat eine etwas längere Aufladezeit. Eine Hermes Missile, die auch ziemlich cool ist, aber die braucht halt viel Power. Wir könnten auch natürlich den Basic Laser verkaufen, um uns einen Crew Teleporter zu holen. Das Problem ist, uns fehlt eigentlich noch ein Crewmitglied. Also die beste Waffe vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist definitiv der Burst Laser Mark II. Definitiv. Insofern behalte ich mein Geld. Ich repariere auch nichts am Schiff, aber ich kaufe mir ein kleines bisschen Sprit. Und benutze sein alles. Dann bin ich damit schon mal ein bisschen unabhängiger. Und dann geht's mal weiter.
Ich habe öfter mal die Erfahrung gemacht, dass man Probleme mit dem Sprit kriegt, wenn man viele Schiffe versucht zu erobern. Ja, das nehmen wir mal hier. Kriegen wir einen Questmarker. Wo ist er? Da hinten. Okay, alles klar. Da können wir noch hin. Ist gar kein Ding. Gucken wir uns einfach mal... Für 2 Drone Parts 6 Fuel mache ich, ja. Ich habe eh nicht vor, so viel mit Drohnen zu arbeiten. Es sei denn, ich finde irgendwo... Oh, wir werden repariert. Cool. Ja, und wir können was kaufen. Was uns nichts bringt. Aber ich werde mir Graffin holen. Dann habe ich noch einen zweiten Mantis an Bord. Und damit wäre dann meine Boarding Crew fertig und ich kann auf den Crew Teleporter sparen. Dummerweise habe ich jetzt hier noch gar nicht so viele Schiffe ausschalten können. Ja, wir versuchen natürlich hier... das könnte interessant werden. Wir müssen hier natürlich volle Möhre auf seine Systeme schießen. Gut, dass er daneben geschossen hat. Sonst hätten wir hier nämlich Systemschaden genommen. Warte mal. Ja. Wir laden mal auf. Okay, und 3 und 4 gehen auf das Drohnensystem. Momentan am Anfang können wir es uns leisten, auf sein Cockpit zu schießen. Aus dem einfachen Grund, weil wir momentan noch nicht so viel Schaden einstecken müssen. Ja, sehr gut. Wo wir jetzt hinschießen, ist eigentlich egal, aber ich warte trotzdem mal ab. Ich schieße alles auf sein Cockpit. Nur um auf Nummer sicher zu gehen, dass wir auf jeden Fall treffen. Wow, jetzt haben wir ganz schön viel Scrap mitgenommen. Komme ich von da oben runter? Ja. Ich würde sagen, wir riskieren es. Wir riskieren es und erkunden hier noch ein bisschen weiter. Warte mal. Nimm ja sein Drohnensystem offline. Oder warte mal. Ja, doch, ich glaube, ja. Er hat auch einen Basic Laser. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das Problem bei diesem Basic Laser ist ja, wir wollen ja nicht unbedingt nur Schaden machen, sondern wir wollen ja auch seine Schiffssysteme ausschalten. Ja, das hat ganz gut geklappt. Aber ich habe es ein bisschen schlecht getimed. Hätte eigentlich gedacht, dass ich da ein bisschen mehr Schaden mache. Wir kriegen 5 Fuel, aber... Nee, ich brauche jetzt ein bisschen mehr Scrap gerade. Sonst würde ich das sehr wahrscheinlich machen, aber jetzt gerade ausnahmsweise mal nicht. Okay. Alles klar. Oh, wir kriegen einen Hullbeam. Nice. Ehrlich gesagt, steck mir den mal hier hin. Ist natürlich jetzt so eine Sache. Er braucht 2 Power. Da müssten wir unsere Waffensysteme upgraden, was wir jetzt nicht unbedingt können. Nee, das machen wir. Den heben wir uns für den nächsten Sektor auf. Der ist jetzt noch ein bisschen zu arg. Sollen wir es hier riskieren? Wenn wir Pech haben, müssen wir zweimal gegen diese Rebellenschiffe kämpfen. Aber wir riskieren es mal. Ah ja, okay. Nehmen wir mal den einen Mantis mit hier oben ins Cockpit, damit, falls hier ein Feuer ausbricht, dass wir da direkt am Start sind, dann wirst du das hier alles eventen. Ah, Moment, warte mal. Halt, oh shit, den habe ich jetzt vergessen aufzuladen. Wenn ich jetzt Pech habe, nehme ich unnötig Schaden, was nicht so gut wäre. Okay, den bitte auch. Die Medbay könnten wir eigentlich auch wenden.
Wobei Feuerbekämpfung in der Medbay eigentlich kein Problem für uns ist. Nee, lass mal. Problem ist sein Ionenblaster. Okay, Glück gehabt. Glück gehabt, Glück gehabt. Da gehen wir noch eine ganze Menge an Schüssen daneben. Dann machen wir es so. Schieß mal hier hin, dann schießt du hier hin und auf die Schilde. Gut, wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, jetzt bin ich gespannt, wo das Feuer ausbrechen wird. Als erstes schießt du mir aber nochmal auf sein Schild und dann da drauf, da drauf und da drauf. Okay. Auf seine Schilde. Und dann schießt du mir nochmal auf sein Waffensystem. Okay. Wunderbar. Ein Fuel, ein Drohnenpart, alles klar. Wir warten noch eine Sekunde. Ja, jetzt müssen wir weg. Okay. Das ging nicht anders. Ich hoffe, dass es keine Lito ist. Denn die Lito wäre schneller hochgefahren als unsere Laser, meine ich. Die Lito hat so... Ja doch, es ist eine Lito. Nicht gut, nicht gut. Okay, das müssen die Mantis jetzt machen, dummerweise. Die Lito hat halt eine extrem kurze Ladezeit. Und ihr seht, der kann nochmal schießen. Das ist unglaublich. Der nimmt überhaupt keinen Schaden an seinem System, habe ich den Eindruck. Hat er ein Rockplating oder sowas? Kann das sein? Oh, wow. Das Ding war übel. Hoho, da trifft er echt gar nichts. Alter, was hat denn der für ein Evade? Der muss ja 40% Evade haben oder so. Und hat schon wieder die Sensoren runtergeballert. Ist das nicht herrlich? Und wir kriegen das Feuer nicht in den Griff. Aber wir jumpen gleich in den nächsten Sektor. Und du wirst mir das hier jetzt mal wenden. Lauf mal dahin. Dann gehst du hier hin. Und wir wenden das da auch. Du gehst in den Maschinenraum. Und hier wenden wir auch. Und ab geht's in den nächsten Sektor. Tja, Rock Control Sektor hat halt... Da gibt's öfter mal Raketen. Die Rock Cruiser haben öfter mal Raketen dabei. Der unkartierte Nebel, ja, der könnte eigentlich gehen. Den gucken wir uns mal an. Ja, ich weiß, wir haben ein Feuer an Bord. Okay, wir wenden alles. Ich weiß jetzt nicht mehr dummerweise, wo er uns vorhin getroffen hat. Da bitte nicht. Okay. Ich muss jetzt gerade mal ein bisschen warten, weil ich nicht auf meinem eigenen Schiff sehen kann, ob die Räume wieder betreten werden können. Das sieht gut aus. Okay. Mantis sind ja wunderbar langsam, wenn es darum geht, die eigenen Systeme wieder zu reparieren. Aber in dem Nebel haben wir sowieso keine Sensoren, oder? Aber reparieren müssen wir sie trotzdem. Genau, schalten wir die Medbay runter und den Laser hoch. Okay, und suchen wir einen Store, wo wir uns einen Crew-Teleporter kaufen können. Äh,
Wir finden ein schwer beschädigtes Föderationsschiff. Okay, wir versuchen ihnen zu folgen und ihnen zu helfen. Und wir können sie nicht mehr entdecken, weil unsere Sensoren dazu nicht ausreichen. Okay. Wir haben zum Glück genug Sprit, dass wir alles genauestens erkunden können. Ja, wir verkaufen drei Drohnenparts für 12 Scrap. Wir brauchen nicht so viel. Gut, kein Plasmasturm. Aber ansonsten auch gar nichts hier los. Hier unten. Ah, hier ist der Plasmasturm. Yeah. Ein Rock Transport. Ich würde sagen, wir können sie angreifen. Wir können sie angreifen. Er hat, das sieht nach einem Dual Laser aus. Den müssen wir aber ausschalten können. Ja, sehr gut. Jetzt bin ich gespannt, wo uns Schaden verursacht. Ah, gar keinen. Sehr schön, ja. Dann machen wir doch einfach mal weiter und schießen kontinuierlich auf seine Waffensysteme. Und dann ging auch noch schön was daneben und er repariert wieder fleißig mit seinen Jungs da drin. Ach, ist es nicht schön? Gut, okay. Steven müsste auch bald schon der Ultra-Master sein. Ja, er hat nur Systemschaden genommen. Das Rockplating ist ja auch bei diesen Mini-Scouts vorhanden. Heißt, wir machen Systemschaden, aber keinen wirklichen Hüllenschaden. Aber es hat gut geklappt. Zwei Raketen, 18 Scrap ist in Ordnung. Da ist ein Store, da jumpen wir direkt mal hin. Ja, und wir haben einen Crew-Teleporter, den wir brauchen. Okay, wir haben noch den Hullbeam. Er braucht 14 Sekunden zum Hochladen, aber momentan sind wir so noch besser dran, denke ich. Power den mal wieder hoch und dann gibst du mir hier das. Und tatsächlicherweise sollten wir uns noch einen Powerbar kaufen, damit wir den Antrieb hochpowern können. Okay. Ja, hierhin geht's. Gut, kein Plasmasturm. Yeah. Sie haben eine Bombe dabei. Aber ich denke, wir greifen es trotzdem an. Und wir teleportieren auch direkt mal in sein Antriebssystem. Und trainieren unsere Mantis mal ein bisschen. Dann machen wir das Autofeuer aus und ihr schießt sowieso alle auf sein Waffensystem. Ich müsste sie eigentlich packen, er hat keine Medbay. Okay. Wie viel hast du noch? 23. Ah ja, gut, hat auch so noch geklappt. Schön. Dann holst du mir die Jungs mal rüber. Und dann sind ja alle Türen zu und dann könnt ihr ab in die Medbay. Okay, so funktioniert's. Okay, das ist ein Vorteil bei diesen ganzen kleinen Lasern, weil die so schnell aufgeladen sind. Aber ich glaube, es ist hier. Ist jetzt meine Vermutung. Ich habe die Red Tail erst zweimal gespielt oder so, nur so zu Testzwecken, also noch nicht so ernsthaft. Und ich glaube, es ist doch sehr wichtig, dass man den Teleporter kriegt, damit man gegebenenfalls bei den gegnerischen Schiffen Waffensysteme erbeuten kann. Ich denke, das ist schon recht wichtig. So. Plasmasturm, Fragezeichen? Ah, oh, nein, gut. Okay. Ja, ich würde trotzdem sagen, prepare to chase them. Also wir versuchen sie zu verfolgen. Okay.
Oh, shit. Also, ja, sie haben wohl. Ja, also, wir haben sie nicht mehr orten können. Und die Rebellenflotte hat aufgeholt uns gegenüber. Okay, das Ding pumpt seinen FTL-Drive. Das ist jetzt natürlich ein großes Problem, weil das Ding seine Waffen hochlädt, während wir noch hier warten müssen. Ich würde sagen, zwei gehen hier hin. Und zwei gehen hier hin. Ne, einer noch auf das. Und ja, der eine muss halt treffen. Aber wir müssen eines der Waffensysteme ausschalten. Ja, das ist halt gefährlich. Okay. Du schießt nochmal auf das System, auf das und auf das und auf das. Schade, der hat jetzt viel Schaden angerichtet. Nicht so gut. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Aber das mit der Tarnvorrichtung ist halt echt fies. Ja, natürlich greifen wir die Piraten an. Und hau mal die Medbay runter und den Teleporter hoch und wir gehen direkt in sein Antriebssystem. Na, ah, das scheint ein Feuer ausgebrochen zu sein, oder? Ah, der hat verbesserte Türsysteme. Ah, I did not know. Da hätte ich besser mal auf die geschossen, ne? Ja, stimmt, ich hätte. Obwohl, ich musste ja erstmal die Waffensysteme runterschalten. Versuch mal hier die Tür aufzubrechen. Okay, bleib hier drin. Okay, den einen haben wir. Okay, sehr geil. Oh, wir haben eine Antischiffsdrohne gekriegt. Das ist übrigens was, was helfen könnte. Also, wenn wir Antischiffsdrohnen einsetzen. Zeig mir mal, was kommt denn da als nächstes noch? Ja, wir könnten hier, hier und hier. Ich glaube, 2 bis 3 Jumps sind auf jeden Fall noch drin. Aber erstmal heilen wir hier unsere Crew. Kommt die, vergrößert sich das Vorrücken der Rebellenflotte, wenn man einen Sektor zurück, also wenn man einen Beacon zurückspringt, wisst ihr das? Könnt ihr mir das sagen? Das wäre noch sehr interessant. Das würde ich gerne wissen. Wir haben Eindringlinge? Wo? Im Türsystem, okay. Oh, shit. Geh mal raus mit ihm. Du kommst dazu. Die anderen Jungs bringst du mir hier rüber. Wir powern mal die ganzen Waffensysteme runter. Die brauchen wir jetzt eh nicht. Dafür kannst du mal die Medbay hochpowern. Okay, du musst jetzt da rein, sonst beschädigen die mein System und dann nehme ich Strukturschaden. Da habe ich keine Lust drauf. Du gehst mit denen hier hin. Okay, also die Mantis müssten die Jungs hier auf jeden Fall packen. Gut, ihr geht dann direkt schon mal hier rüber. Ich weiß, wie viel hat er? 31. Der hat nicht so viel mehr als wir. Okay, pass auf. Du gehst mal gerade raus. Und dafür geht der Engie mal rein. Ipsala, das war der falsche Raum. Okay, du gehst hier hin. Und der Engie geht rein. Schickst mir die Mantis hier runter. Du gehst hoch. Und du schickst mir den Soltan mal rein. Solange bis wir mit den Mantis vor Ort sind. Okay. Dann nimmst du den Soltan raus und den Mantis rein. Und dann nimmst du den Engi raus oder den Engi raus und den Mantis rein. Und wenn die Mantis mit denen kurzen Prozess machen. Okay, nice.
Und wir haben keinen Systemschaden genommen, was mir sehr gut gefällt. Du heilst dich. Du bist mein Kapitän Supersoldat. Und du bist auch hier hoch. Du warst mein Waffenmensch, ne? Jawohl. Du warst der Antriebsmensch. Der NG war der Schildcontroller. Und du gehst hier hin und machst in der Medbay heile, heile. Und dann sind wir auch gleich wieder bereit für den nächsten Jump. Also ich habe mir vorgenommen, diesmal immer genau zu gucken, was für Systeme bei mir noch nicht hochgefahren sind und so weiter, bevor ich jumpe, dass ich das nicht irgendwie aus Leichtfertigkeit mache. Ja. Zwei Jumps sollten noch gehen. Einer hierhin und einer hierhin. Die Frage ist, welchen nehmen wir? Nehmen wir den hier. Und es ist überhaupt nichts los und wir jumpen in den zum Ausgang. Für den nächsten Sektor. Das Problem ist jetzt, ich denke, wir greifen ihn an. Also es bringt ja nichts mehr hier. Rebellen verzögern ist Quatsch. Also versuchen wir wenigstens noch ein bisschen Scrap rauszuholen. Und unsere Jungs noch ein bisschen zu trainieren. Oh, das sind auch Mantis? Kein Scheiß, ist nicht wahr. Ja, löscht ihr erstmal das Feuer. Genau. Cool. Und wir kriegen Halsmesser Mark II. Kommst du mal zurück. Gehst du hier in die Medbay. Eigentlich ein sehr geiler Laser. Verbraucht halt nur viel Energie. Schießt 3 Schüsse. Geil eigentlich. Ja. Drei Schuss für 3 Power. Das ist eigentlich echt gut. Also wenn wir den hier zum Laufen kriegen, wenn wir unser Waffensystem ein- oder zweimal upgraden, am besten halt, wenn Steven auf schon der absolute Oberexperte ist. Dauert 15 Sekunden zum Aufladen. Ja. Also ist schon was, das ist schon was Feines. Okay, nächster Sektor. Wir haben einen Soltan-Sektor, den ich nicht so mag, weil wir dann für unseren Crew-Teleporter erstmal diverse Soltan-Schilde runterschießen müssen. Wir haben noch einen zivilen Sektor. Lassen wir uns doch von dem überraschen. Und wie es in dem Sektor weitergeht, das seht ihr im nächsten Teil. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich dafür, dass ihr dabei wart. Hat mir Spaß gemacht und bisher siehst du eigentlich ganz okay aus. Außer, dass wir ziemlich viel Hüllenschaden haben bisher. Also was heißt ziemlich viel? Wir sind nur bei 2/3. Also macht's gut, bis zum nächsten Part. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid beim Roten Schwanz-Abenteuer mit der Red Tail. Macht's gut, ciao.